Younger, don't cry. I'll be right here when your world starts to fall. Younger, but so right. Your tears will dry. You'll soon be free to fly. When you're safe inside your room, your tender dream. No more place where nothing's harder than you see. No one ever wants or bothers to explain. No more heartache life can. Das war ein mega Auftritt. Das kommt also dabei raus, wenn man von James Blunt und Sido gecoacht wird. Nee, das hat die alles schon mitgebracht. Da mussten wir nicht viel machen. Alice, ach, guck mal. Du bist glücklich. Ja, ich bin echt sprachlos. Wenn ich deine Stimme höre, verliebe ich mich ein bisschen mehr in dich. Jedes Mal. Und du, hast du dich auch verliebt, Marc? Ich finde, dass du schon von Anfang an, seit den Blind Auditions, natürlich zu den krassesten, größten und stärksten Stimmen dieses Jahr gehörst. Und es wäre fatal, dich nicht ins Halbfinale zu lassen. Ey, wenn ich dich nicht in der Halbfinale sehe, dann verstehe ich die Welt nicht. Ey, oder wenn ich dich nicht in die Finale, muss ich ehrlich sagen, ich finde, du bist einfach ein Naturtalent. Du bist echt gesegnet, du bist eine grandiose Stimme, ein tolles Mädchen und wir brauchen genau diese Stimme für The Voice of Germany. Thank you so much. Dankeschön, danke euch. So viel Lob für dich und ich spüre schon hinten im Rücken die Angst, dass hier vielleicht ein Hotseat-Wechsel naht. Sido, deine Entscheidung naht. Ich weiß doch. Sag doch erstmal was zum Auftritt. Ja, Auftritt großartig, Stimme großartig, beste Sängerin in meinem Team definitiv. Du gehörst eigentlich weiter in diese Show, so ist das nun mal. Warte, da war wieder ein eigentlich. Wir müssen es immer ganz genau hören. Ja. Hot Seat oder nicht? Die beiden da oben gehören auch eigentlich in diese Show. Ihr alle drei. Tja, und jetzt mal ohne eigentlich? Ja, pass doch mal auf jetzt. Da oben sitzen zwei Performance-Granaten. Ich liebe es, wie er sich immer hinstellt. Mal entspann dich jetzt mal. In seinem Pullover. Liebe Kameraden. Also da oben stehen zwei Performance-Granaten. Hier vor mir steht eine Stimmgranate. Er hat extra seinen Sherlock-Holmes-Pulli heute an, ne? Ich werde es jetzt so machen. Ich tausche eine Performance-Granate gegen eine Stimmgranate. Das heißt, es gibt einen Wechsel. Ja. Und du bekommst auf jeden Fall einen Hot Seat. Dankeschön. Ja,
Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bin ich auch sehr gespannt. Wen schickst du denn jetzt so kurz vorm Ende noch nach Hause? Mark. Das hier ist tatsächlich die schwerste Entscheidung. Egal, wie man jetzt verliert, ist ein Verlust. Ich überlege gerade, ob ich mir den Satz tätowiere. Okay. Ja, schön, dass ich immer so am leichtesten zu kriegen bin, wenn ich in so einer Situation bin. Mann, das nutzt ich schön aus, das, ne, Herr Mark? Ich liebe das. Vor allem, wir lachen gerade hier so viel. Ja. Für einen von euch beiden heißt das jetzt wirklich nochmal nach Hause gehen. Und das ist gerade sehr ärgerlich. Also, wir brauchen jetzt einen Namen. Wow. Wow. Bin einfach ein sehr, sehr großer Fan von Larissa. Bin auch ein sehr, sehr großer Fan von Lukas. Das wisst ihr beide, ihr wisst das. Mann, ey, Marc, Alter, ich schlag dich jetzt gleich zusammen, das Recht. Ich weiß, ich muss mich entscheiden. Wow. Okay. Oh Gott. Ich mach Lukas seinen Platz frei. Lukas muss uns verlassen. Warum? Lukas, das tut mir natürlich sehr leid. Wir hätten dich, glaube ich, alle sehr, sehr gerne im Halbfinale gesehen. Aber ich bin mir auch ganz sicher, wir sehen dich auf irgendeiner anderen Bühne. Versprochen? Versprochen, Lukas! Riga verlässt uns so kurz vor dem Ende vom Sing-Off.